Du schaffst es einfach nicht aufzusteigen. Das Aufsteigen kann ja manchmal zu einer echten Herausforderung werden. Du hast vorher schon Gedankenschleifen, Kopfkino, Schnappatmung und die Knie reagieren auch recht schnell. Die werden weich und sorgen dafür, dass du eben nicht hochkommst. Wenn das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen unkonkret ist, du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wo kommt's denn her? Eigentlich ist ja alles okay. Eigentlich ist mein Pferd ganz ruhig und eigentlich kann ich das ja. Ja, dann wird's zu einer echten Herausforderung, weil du dann wirklich nicht weißt, wo du angreifen sollst, damit du das änderst. Was da dahinter liegen kann, hinter diesem unkonkreten und nebulösen, welche Ursache das hat und wie du es dann natürlich auch änderst, darum geht es jetzt hier und heute. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Birgit Heigl. Ich arbeite mit Menschen, die Ängste haben an und auch auf dem Pferd. Und ja, Thema Aufsteigen ist ein sehr häufiges Thema. Die Ursachen dafür, warum es damit nicht klappt, die sind oftmals nicht so richtig klar. Und diese Klarheit zu schaffen und dann konkret das Thema anzugehen, strukturiert zu lösen, das gehört zu meinen täglichen Aufgaben mit meinen Menschen. Blockaden beim Aufsteigen sind ja echt doof, weil die hebeln dich natürlich schon aus, bevor du überhaupt erst aufs Pferd hochgekommen bist. Du möchtest reiten, aber wenn du nicht hochkommst, dann reitest du nicht, ist ganz logisch. Das heißt also, das Thema Aufsteigen scheint so vorne drauf zu liegen und wäre eigentlich erst zu klären. Wenn aber zu viele Eigentlichs dazu kommen, ne, so dieses eigentlich steht mein Pferd ganz still, eigentlich kann ich das, eigentlich ist das völlig unkompliziert, eigentlich, dann ist es tatsächlich extrem unkonkret, extrem nebulös, du hast keine Ahnung, was los ist. Und da macht es Sinn, mal hinzugucken und Klarheit zu schaffen. Und wie du das magst, wie du da Schritt für Schritt hinkommst, das konkret werden lässt, damit du einen Ansatzpunkt hast, da wirklich echt was dran zu ändern, das erzähle ich dir jetzt hier und heute in 3 Schritten. Probleme beim Aufsteigen sind jetzt nicht unbedingt die Ausnahme, die sind sehr, sehr häufig, begegnen mir auch sehr häufig. Und wenn du wirklich konkret am Thema Aufsteigen arbeiten möchtest und eine echte, klare Lösung bekommen willst, klar einen Plan erarbeiten, eine Struktur, wie du da wirklich zielorientiert und effektiv dran arbeiten kannst, dann ja, melde dich bei mir, melde dich an zum kostenlosen Beratungsgespräch mit mir. Wir schauen mal drauf, wir schauen, ob tatsächlich das Aufsteigen dein Thema ist oder vielleicht was ganz was anderes. Oft sind die Dinge nämlich ganz, ganz anders, als sie erscheinen. Und da ist Klarheit ganz wichtig, weil sonst bleibt es ein Fischen im Trüben. So, wie gehst du das jetzt an? Probleme mit dem Aufsteigen, eine Blockade, du merkst, du blockierst dich selbst, weißt nicht so genau, wo es herkommt. Wie gehst du das an und wie löst du das? Im ersten Schritt, ganz wichtig, ist erstmal die Klarheit dran. Schaff Klarheit, was ist eigentlich los? Es gibt nämlich 2 Varianten. Die eine ist relativ konkret und greifbar. Das ist nämlich so dieses, ach, ich weiß ganz genau, mein Pferd, das spannt sich schon an, wenn es den Sattel drauf bekommt, wenn es weiß, es geht jetzt in die Halle, wenn da andere Mitreiter sind oder auch wenn ich ganz alleine bin, das ist beim einen so, beim anderen anders, dann weiß ich schon, dann ist mein Pferd glotzig, dann ist es guckig, dann will es sich schon nicht an die Aufstiegshilfe stellen, dann steht es da schon nicht ruhig, dreht den Hintern weg oder aber in dem Moment, wo ich den Fuß in den Steigbügel stelle oder wenn ich spätestens oben sitze, dann startet es durch. Das ist gefährlich, da passiert was und ja. Das ist so die konkrete Variante. Das ist greifbar oder greifbarer zumindest. Da gibt es auch eine konkrete Herangehensweise. Da habe ich ein relativ ausführliches Video dazu gemacht. Verlinke ich dir hier. Da sage ich dir wirklich in ein paar wirklich strukturierten Schritten, wie du dir das Thema Aufsteigen in diesem Kontext wieder erarbeitest. Die zweite Variante ist deutlich unkonkreter und da kommen diese ganzen Eigentlichs ins Spiel. Du weißt nämlich eigentlich gar nicht so genau, warum du so ein mulmiges Gefühl hast, wenn es ans Aufsteigen geht, wenn du schon dran denkst. Es fängt ja schon viel früher an oft. Das heißt, eigentlich ist mein Pferd ganz entspannt, wenn es in die Halle oder auf den Platz geht. Und ob da jetzt Mitreiter sind oder nicht,
kratzt es auch nicht wirklich. Es geht problemlos an die Aufstiegshilfe ran und ja, eigentlich kann ich auch völlig gechillt die Aufstiegshilfe hochgehen. Das tangiert mein Pferd auch nicht. Und wenn ich dann aufsteige, beziehungsweise dann oben sitze, es steht da, es steht in Ruhe, es macht nicht groß was, es wartet auch auf mich, bis ich ihm das Zeichen zum Loslaufen gebe. Eigentlich kann ich das auch. Und eigentlich, wenn ich mich dann mal dazu überwind und mal so Arschbacken zusammenkneifen und heute steige ich mal auf, merke ich, eigentlich ist das gar kein so großes Problem. Wie gesagt, ich kann das. Und ganz uneigentlich sind die Knie wackelig, so ein Wackelpudding, die halten dich nicht. Und ja, wie gesagt, Gedankenkreisel, Kopfkino und irgendwas passt überhaupt nicht. Das heißt, du weißt im Grunde gar nicht so richtig, was los ist. Und jetzt hier im ersten Schritt gilt es eben zu klären, gehörst du zur ersten Variante, wo es einfach so ein Stück weit konkreter ist, dann eben dieses Video, das ich dir vorhin verlinkt habe, oder gehörst du zur zweiten Variante, wo du eigentlich alles gut ist, aber du es trotzdem nicht schaffst. Du weißt nicht, was ist mit dir los, wo ist die Ursache, und in dem Moment, wo du das nicht weißt, wird natürlich die Herangehensweise völlig kryptisch, neblig und ja, wo sollst du ansetzen, wenn du nicht weißt, wo, wenn du diesen Ansatzpunkt eben nicht hast? Im zweiten Schritt geht es darum, diesen Ansatzpunkt zu finden. Es also im Idealfall konkret zu machen, weil auch da liegt was Konkretes dahinter. Das erscheint nur alles so nebulös und verworren zu sein. Um dir da ein wirklich greifbares Beispiel zu geben, möchte ich mal kurz von dem Coaching erzählen, das tatsächlich so stattgefunden hat, wo meine Kundin eben auch das Thema Aufsteigen hatte und diese eigentlich Star waren. Ne? Da kam so im Gespräch, kam eigentlich, steht mein Pferd ganz ruhig, eigentlich ist es entspannt, wenn man in die Halle, eigentlich, ne? So dieses Ganze, was ich eben erzählt habe. Und da werde ich dann schon hellhörig, weil dann für mich klar ist, Aufsteigen, aber was ist eigentlich, was liegt denn dahinter? Naja, und dann frage ich nach und dann war relativ schnell klar, dass ihr eigentliches Problem nicht das Aufsteigen war, weil sie selber schon gemerkt, das Aufsteigen ist so im Großen und Ganzen, es funktioniert. Es ist nicht das, was ihr wirklich so die Butter vom Brot klaut. Was sie aushebelt, ist ihre Idee, die sie hat zum Reiten an sich. Also das, was sie in ihrer Vorstellung machen muss, wenn sie dann reitet. Was meine ich damit? Für sie hat Reiten bedeutet, wenn ich dann oben bin, eine halbe Stunde reiten, fokussiert und konzentriert, auf beiden Händen, in allen drei Gangarten, mit häufigen Handwechseln und auch häufigen Tempo- bzw. Gangartwechseln. Das war ihre Idee vom Reiten, mit der sie ans Pferd und ans Aufsteigen gegangen ist. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gefragt und dann war ganz schnell klar, wie der Gedanke ans Angaloppieren bzw. ans Galoppieren kam. Ja, da war dann Schnappatmung, da hat man so richtig gemerkt, wie ihr die Luft weggeblieben ist, und da kam dann wirklich so die Panik. Und dann hat sie gesagt, Birgit, du, wenn ich ans Angaloppieren und Galoppieren nur denke, ich bekomme wirklich Panik. Ich habe da Angst davor. Dieser Kontrollverlust, vor dem ich Angst habe, der ist so massiv. Ich halte es gar nicht aus. So, und jetzt ist es konkret geworden. Ihre eigentliche Angst war das Galoppieren, also schon das Angaloppieren und dann das Galoppieren auch. Muss man da so ein bisschen trennen. Sie ist mit dieser Vorstellung ans Aufsteigen gegangen, wenn ich dann oben bin, dann muss ich ja Schritt, Trab, Galopp, beide Hände, konzentriert, fokussiert eine halbe Stunde und ne, dann eben, da gehört das Angaloppieren und nicht nur einmal einfach mit dazu und das Weitergaloppieren. Und damit war sie raus. Das heißt, diese Angst vorm Aufsteigen war letztendlich ein Sicherheitsmechanismus, mit dem sie sich vor diesem Galoppieren geschützt hat. Und diese Bewertungen finden ganz viel unterbewusst statt. Das ist gar nicht so klar und es ist so wichtig, das hochzuholen, weil ich kann am Aufsteigen arbeiten, wie ich will, wenn die eigentliche Angst das Angaloppieren ist und ich mich
dadurch, dass ich mich nicht traue aufzusteigen, mich nur davor schütze. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Und deswegen ist diese Klarheit am Anfang, und zwar egal um welches Thema es geht, so wichtig, weil ich keinen konkreten Ansatzpunkt bekomme sonst. So, im dritten Schritt geht es dann darum, wie löse ich das? Ihr ist dann schon alles so wie Schuppen aus den Haaren gefallen und ihr erkennt, ach Gott, das Aufsteigen eigentlich, das habe ich die ganze Zeit schon das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so. Aber, ne? Und jetzt war es ihr klar, es geht ums Galoppieren. Was haben wir jetzt gemacht? Dieses Ziel reiten, eine halbe Stunde, und übrigens eine halbe Stunde fokussiert und konzentriert reiten mit Angst dabei, das ist eh eine unüberwindbare Herausforderung für den Anfang. Also das ist sowieso Wahnsinn. Also eine halbe Stunde reiten, fokussiert, konzentriert auf beiden Händen mit allen Gangarten. Dieses Ziel, dieser Wunsch, der ja auch da ist, dass das wieder geht, den haben wir erstmal auf Seite gehängt. Den haben wir aus dem Weg genommen. Und haben dann geguckt, was ist denn ein momentanes Ziel, wenn es ums Reiten geht, was sie leisten kann, was sie nicht in die Überforderung bringt, was die Ansprüche, die Leistungslatte wirklich komplett runterfährt, damit sie das leisten kann. Wir haben also dann daran gearbeitet, dass sie ihre Interpretation und Bewertung von was bedeutet Reiten für mich komplett ändert. Man ist da wirklich so eingefahren und da geht es in vielen Dingen so, dass, ne, das muss ja so sein, das war schon immer so und das muss so sein. Das ist Quatsch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich kann das jederzeit ändern und zwar so, dass es für mich passt. Und das ist so wichtig und dann wird es auch passend für mich. Und ein erstes, wir haben dann ein passendes Ziel erarbeitet, haben dann Zwischenziele erarbeitet, sodass, und man hat schon gemerkt, wie der Druck weggegangen ist. Und ihr erstes Zwischenziel, das sie für sich dann so herausgefunden hat, war, also Reiten ja, weil das Reiten an sich war jetzt gar nicht so. Thema war Galopp. Galopp war erstmal draußen. Aufsteigen in Ruhe, ankommen im Sattel, Platz nehmen, in Ruhe anreiten, 5 Minuten Schritt mit Hand wechseln und vielleicht auch mal eine Parade zum Halten. Das ist auch völlig in Ordnung. Und nach diesen 5 Minuten ist Ende. Und immer mit dem Plan B, wenn 5 Minuten nicht gehen, reichen auch 1, 2 oder 3 Minuten für den Anfang. Zurückbauen ist immer möglich. Und auf einmal hat man gemerkt, wie der Druck weg war. Es war ein Lachen im Gesicht und dann war so richtig mitbekommen, ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich möchte sofort loslegen. Nachher, wenn wir hier fertig sind, gehe ich sofort in den Stall und probiere das aus. Dann ist die Motivation wieder da. Das will ich haben und dann kommt der Spaß und die Freude wieder. Das Ganze geht raus aus der Überforderung in die Machbarkeit. Und du wirst erfolgreich. Und das ist so wichtig, weil diese Motivation, die kommt ja so abhanden. Ne, das ist ja alles gefährlich und dann habe ich überhaupt keine Motivation, da aktiv zu sein. Und die kommt aber wieder, weil das will ich. Dann wirst du erfolgreich, du merkst, es funktioniert. Du kannst es Stück für Stück ausbauen, sinnvoll und langsam. Aber du kannst es ausbauen und du erarbeitest dir das. Und zwar ohne Überforderung, ohne Schnappatmung und so, wie es für dich passt. Und das ist so wichtig. Inzwischen ist es so, Aufsteigen ist überhaupt kein Problem mehr für sie. Schritt und Trab war sowieso relativ easy. Inzwischen arbeitet man am Angaloppieren bzw. am Galoppieren. Das ist noch nicht ganz problemlos. Aber es ist auch nicht mehr so, dass allein der Gedanke ans Angaloppieren sie wirklich in Panik versetzt. Sie hat wirklich Panik bekommen. Dann wird das alles machbar, wenn das Stück für Stück aufgebaut ist und man nicht vor diesem riesen unüberwindbaren Berg steht, weil man meint, man muss alles auf einmal angehen. Und so wird es machbar. Was ist also das Fazit? Find erst mal raus, zu welcher Kategorie Aufstiegsblockade gehörst du. Wenn du zur zweiten gehörst, dann find heraus, was die eigentliche Ursache ist, die dahinter liegt. Schalte diese Ursache für den Moment aus und geh dann konkret ans Aufsteigen ran und baue das auf. Diese eigentliche Ursache, die soll natürlich auch angegangen werden, keine Frage. So wie es jetzt bei meiner Kundin war, der Galopp, natürlich soll sie sich den wieder erarbeiten und wiederholen. Aber nicht, wenn sie gerade ein Thema mit dem Aufsteigen hat, das ist Quatsch.
Das von unten aufbauen, Basis schaffen, stabil werden, erfolgreich werden, Motivation hochfahren, kommt immer mehr Motivation und dann das eigentliche Thema angehen, weil mit dem, was man vorneweg macht, ganz viel Stressfaktor schon weg ist, weil sie immer sicherer wird, weil sie merkt, es funktioniert. Und so baust du das Stück für Stück auf und wirst erfolgreich. Also nochmal ganz, ganz wichtig, schaff Klarheit und es wird oft so vernachlässigt. Was ist eigentlich los? Was steckt dahinter? Dieser Blick dahinter ist so wichtig. Und wenn du das herausgefunden hast, dann lichtet sich der Nebel, es wird konkret und wenn es konkret ist, kannst du es auch wirklich effektiv und zielführend angehen. Dein Pferd wird es dir danken, weil wenn du Klarheit hast, dann kommt es auch bei deinem Pferd an. Wenn du mehr Ruhe bekommst, dann kommt es bei deinem Pferd an. Und dann könnt ihr euch das miteinander wirklich gut erarbeiten. Heute in dem Video ging es um Probleme beim Aufsteigen und zwar um eine konkret unkonkrete Blockade, die in dir ist und die mit dem Aufsteigen eigentlich gar nicht so richtig was zu tun hat. Was es ist, wie du es angehst und wie du es löst und die erarbeitest, das habe ich dir in dem Video alles mitgegeben. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, weil dann weiß ich, dass ich mehr solche Videos machen kann. Teile es gerne mit Menschen, die es auch interessiert. Aufsteigen, Probleme beim Aufsteigen ist ein weit verbreitetes Thema. Ansonsten, ja, wir sehen uns hier wieder auf diesem Kanal beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.